Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Burm! Nur noch wenige Stunden bis zum Oktoberfest 2015 und Zeit mal sich Gedanken über das Wiesn-Outfit zu machen. Und genau aus dem Grund folgen wir einer exklusiven Einladung, denn einer der angesagtesten Trachtendesigner, Daniel Fendler, hat uns zu sich in seinen Showroom geladen, in die heiligen Hallen, zur High Season sozusagen. Und ich bin gespannt, was er uns zu zeigen hat. Was ist angesagt? Welches Dirndl trägt man? Was trägt der Mann? Auf geht's, schauen wir mal nach. So. Jetzt hoffe ich natürlich, dass Daniel Fendler auch zu Hause ist. Da kommt schon jemand. Sehr schön. Servus, ja, Wiesn-Gaudi TV. Tom hier. Hi. Hallo, wir wollen zu Daniel. Ja, der ist da. Einfach durchgehen. So, bitteschön. Vielen Dank. Oh, in den heiligen Hallen von Daniel Fendler. Wo ist denn der Daniel? Wo treffen wir ihn? Da ist er schon. Hallo Daniel, servus. Tom von Wiesn-Gaudi. Freut mich, servus, herzlich willkommen bei mir. Vielen Dank für die Einladung, so kurz vor der Wiesn, dass du Zeit gefunden hast, uns nochmal die Trends zu zeigen sozusagen. Ja, logisch, da nehme ich mir immer gern Zeit für dich. Sehr schön. Daniel, ich sehe hier schon ganz viel tolle Dirndl, soweit das Auge reicht. Trachten. Erzähl doch mal was. Was ist so das Highlight der Trachten-Oktoberfest-Saison 2015? Du, im Moment ist wirklich angesagt ganz viel Farbe. Mhm. Also wirklich, ich zeig dir einfach mal ein paar Sachen. Wir haben hier zum Beispiel so Geschichten, Brombeer und dieses schöne Grasgrün. Oder dass man das kombiniert mit einer traditionellen Geschichte, dass man auch mal dieses Schilfleinen macht mit dem Grün und Pink. Das ist einfach zwar modern umgesetzt, aber wirklich was althergebrachtes sozusagen vom Material her. Ja, super. Also man sieht ja hier Farbe, soweit das Auge reicht. Für den Mann hast du ja auch die richtigen Accessoires vorgelegt oder ja, bereit. Deswegen bist du ja da bei mir. Ja, absolut. Ich freue mich. Ja, in ein paar Stunden geht's los. Dank dir habe ich das richtige Outfit. Ja, ich hoffe, dass wir was Schönes finden. Ich folge dir unauffällig. Daniel, also ich meine, du hast hier wirklich eine unglaubliche Auswahl an Dirndl. Wir haben gerade vorhin gesehen, ganz viel bunte Dirndl. Aber erzähl doch mal ein bisschen was über dich, bevor wir hier auf diese Kollektion zu sprechen kommen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du sagst, Trachtenwelt oder generell das Thema Tracht, das ist das, wo ich in Fuß fassen möchte? Das kam eigentlich total, ohne dass ich mir das eingebildet habe oder vorgestellt habe. Also ich habe ja damals mit 14 Trachtenschneider gelernt und als 14-Jähriger kannst du dir vorstellen, vor so langer Zeit, da war Tracht auch noch nicht angesagt. Da hat man überhaupt keine Lust auf Tracht gehabt und ich habe echt nach der Lehre, nach 3 Jahren gesagt, nie wieder Tracht, ich nehme kein Dirndl in die Hand und habe ja lange Zeit auch bei Rena Lange gearbeitet oder bei Vivienne Westwood. Stopp, Vivienne Westwood, das war nicht in München wahrscheinlich, oder? Nö, das war in London. Und danach ging es straight in die Maximilianstraße. Danach ging es straight in die Maximilianstraße, ja. Nachdem wir wirklich da Tag und Nacht gearbeitet haben bei Vivienne, habe ich mir dann gedacht, nee, also wenn ich so viel arbeiten kann für wen Fremden, dann kann ich das auch für mein eigenes Label. Mhm. Und da war eigentlich dann das Ziel, dass ich dann einfach gleich richtig anfange. Und dann haben wir ja da unser Atelier gehabt und haben da richtig schön Couture gemacht, von der Pike auf, und ein Maßatelier gehabt. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ja, zum Glück, sonst würden wir jetzt hier gar nicht stehen bei dir und gleich jetzt über diese wunderbaren Dirndl sprechen, weil da sehe ich ja schon, was mir ins Auge sticht, Leder. Ja, Leder ist ein großes Thema bei uns. Ja, ein bisschen Leder braucht ja jeder, sozusagen, genau. Nee, also das ist jetzt ein anderes Leder. Wir haben ja hier schönes Lammnapper, also ganz feines Leder. Mhm. Und das sind so unsere, die Haute Couture in unseren Dirndln. Also das ist jetzt wirklich unser Gold Label. Da ist halt eine aufwendige Stickerei. Das ist nach dem alten Motiv eine Kreuzstichstickerei. Das kennt man auch von der Oma zu Hause, die da im Leinen so gestickt hat. Aber sag mal, also wie kommt das an? Wie nimmt das die Frau wahr, die jetzt auf die Wiesn geht? Sagt sie, das ist was für sie, so ein Leder mit Lederdirndl, hier. Gearbeitetes also, Dirndl? Ich glaube schon. Also zum Beispiel die Frau von Robbie Williams hat es letztes Jahr gekauft. Mhm. Die haben es bei Lodenfrei gekauft und sind reingegangen und ohne dass sie mich gekannt haben, haben sie zu dem Lederdirndl gegriffen. Mhm. Und das ist halt für mich schon eine hohe Auszeichnung, dass so ein Star einfach meine Marke kauft, obwohl sie in dem Sinn ja mit einem bayerischen Label nichts anfangen können. Jetzt fragen sich natürlich ganz viele Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauerinnen. Jetzt sind wir bei so einem tollen, angesagten Designer. Hat der auch vielleicht mal was für den etwas kleineren Geld? Beutel. Ja, unsere Dirndlbluse. Ja. Wir haben auch Humor hat er.
Nee, wir haben auch wirklich zum Beispiel sowas. Also was ja total angesagt ist momentan, die Farbe Taub. Ja, also nochmal nur, damit wir uns verstehen. Das ist jetzt das Dirndl für jemanden, der nicht mit Robbie Williams verheiratet ist, ne? Ja, auf alle Fälle. Okay, also jede Frau, die sich ein schönes Dirndl kaufen will und Wert auf Qualität legt, ist mit so einem Waschdirndl von uns, gut, da sind wir jetzt auch bei 560 Euro mit dabei, mhm, aber so ein Dirndl ist ja für ewig. Ja, also ich finde, das klingt alles sehr spannend. Wenn man das jetzt kaufen möchte, wo findet man das? Also natürlich hier bei uns in Edling heraus. Jetzt darfst du auch Werbung machen. Sehr gut. Mhm. Dann über einen Online-Shop natürlich. Der heißt? www.danielfendler.com. Jetzt haben wir mal ganz viel natürlich über die Dirndl gesprochen. Eh klar, da schauen wir ja Männer hin auf der Wiesn. Aber jetzt müssen wir uns ja auch anziehen. Ja, ich meine, du bist jetzt hier wirklich picobello top angezogen. Das männliche Herz muss ja auch mal ein bisschen eingekleidet werden, oder? Genau, blicken wir mal hier zur linken Seite. Genau. Guck mal, ich sehe ja hier schon ganz tolle Sachen. Auch bei den Männern bunt, bunt, bunt. Ja, schon bunt, aber eigentlich schon relativ gedeckt. Also wir haben halt ein dunkles Oberschien zum Beispiel, wo sich die Männer noch trauen. Oder wir haben Petrol, wo sich die Männer trauen. Einfach mal ein anderes Blau sozusagen. Also ich sag, das Petrol, das ergänzt halt oder ersetzt das normale Blau. Mhm. Und kombiniert aber mit den traditionellen Geschichten, wie jetzt grauer Loden, dann die Karohemden, was mal einfach total angesagt ist. Okay. Momentan und was halt wir sehr im Trend setzen oder sehen, dass du einfach eine total schöne Weste, eine festliche Weste, mhm, anziehst, aber die brichst mit dem sportlichen Karo, dass es einfach nicht zu schick wird. Jetzt gibt es ja, weil ich das eben gerade sehe, bei den Westen gibt es ja ganz viele Schnitte. Ja, also wie ist das denn? Was ist der Schnitt, den man zur Wiesn haben muss in diesem Jahr? Unser Schnitt ist natürlich der Mirschbacher Schnitt. Das, mhm, ist aufgrund des Ausschnittes und eigentlich ist die ja ganz grün mit Rot einpaspoliert. Und wir haben das halt modern umgesetzt, also beziehungsweise wir haben das vor ein paar Jahren angefangen umzusetzen und haben das auch weiterentwickelt. Das sehen wir, glaube ich, nachher, wenn du das auch nochmal anprobierst. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt mal kurz fassen darf, Karo bleibt, das darf der Mann tragen, es muss nicht einfarbig sein. Auf gar keinen Fall. Also Karo ist, muss einfach dieses Jahr definitiv. Es muss bunt sein und zur Weste passen. Nee, bunt ist der falsche Ausdruck. Also wir sind ja jetzt nicht quietschschreiend, sondern wir sind wirklich schon klassisch, mhm, edel mit dem gewissen Etwas. Also ich würde jetzt nicht bunt uns beschreiben. Also weil im Grunde, du siehst es ja an mir, es ist jetzt total von unten her total traditionell und beige, ruhig gehalten. Dann die blaue Weste, wenn du dich jetzt mich vorstellst mit einem weißen Hemd, dann ist es eigentlich total ein klassisches Outfit. Mhm. Und das Einzige, was jetzt pfiffiger macht, ist einfach das Blau-Orange, weil es eine untypische Farbkombination ist. Und das macht so das gewisse Etwas. Gut, dann bin ich ja jetzt gespannt. Du hast ja gesagt, Tom, auf den letzten Drücker, wir machen dich jetzt mal schick für das erste Wochenende, wo ich ja sehr dankbar drüber bin. Ja, da weiß ich, ich bin in guten Händen bei dir. Erzähl doch mal, also was meinst du, ist da jetzt für das Wochenende bei mir passend? Da haben wir jetzt auf alle Fälle schon das Petrol, würde ich dir auf alle Fälle ans Herz legen. Ja, finde ich super, tolle Farbe. Grauen Loden, dazu eben so ein frisches Hemd, dass wir das wieder brechen. Mhm. Und dann natürlich der Evergreen, der schon seit 3-4 Jahren geht. Das ist einfach dieses lila oder neu umgesetzte Lila, dieses Oberschien. Und als nächstes, was natürlich auch noch immer ein Thema ist, man sieht es ja immer auf der Wiesn, Janka. Muss das sein oder sagst du, nee, komm, wir machen das eher mal sportlich, wenn du mal einen Pulli dazu anziehst, geht das auch? Was ist so dein Mix, deine Kombi dafür? Also ich persönlich bevorzuge wirklich Strickjacken und Pullis. Also wir haben jetzt auch ganz coole Trachtenpullis im neu im Sortiment. Deswegen die Frage, weil ich das ja oben sehe. Nee, das ist wirklich top, weil ich finde es unkompliziert. Das kannst du ausziehen, unter die Bank reindrücken. Prinzipiell, es ist der Anlass, also einen festlichen Anlass oder zur Eröffnung jetzt, wenn es regnet, ist natürlich mit dem Janka siehst du top angezogen aus. Okay. Aber unkompliziert für die private Wiesn würde jetzt ich eine Strickjacke oder eben Pulli hernehmen. Gut. Dann, also wie gesagt, ich freue mich. Du legst es was raus und dann starten wir mal das Umstyling. Ja. Super. Klasse. Also Daniel, das ist jetzt hier mein Outfit für Samstag. Ich fühle mich super wohl. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Was muss man jetzt zur Wiesn haben? Ja, zur Wiesn ist halt wichtig, dass du insgesamt super aussiehst. Und dann natürlich, da ist was dran. Da ist ja schon mal alles dabei. Und mit meiner Weste machen wir das dann perfekt. Ja. Was halt bei meiner Weste ich noch gerne dazu sagen will,
Ganz wichtig ist es halt, ist es Detailarbeit, es ist hier diese Passpolierung in Kontrastfarben abgesetzt. Bei uns nicht wundern, es ist immer ein Knopf andersfarbig oder ein Knopfloch andersfarbig. Das haben wir nicht vergessen oder falsch gemacht, sondern das ist einfach so ein Erkennungszeichen von uns. Das ist halt so die besondere Note einfach. Dann kannst du dich auch vielleicht kurz mal hinten nach hinten drehen. Natürlich. Das Detail ist halt einfach, wir haben hier die Rückenbelege, dass die den Rücken einfach schön rausarbeiten und das ist halt wieder so was Besonderes, wo man auch dann meinen Schnitt von hinten erkennt sozusagen. Also man erkennt Daniel Fendler 360 Grad sozusagen. Genau, auf alle Fälle. Bei der Lederhose ist es jetzt allerdings ja doch sehr unbunt, ne? Ja, eine Lederhose musst du ja zu allem anziehen können. Ja. Deswegen ist die sehr relativ unbunt. Es gibt auch ganz bunte Stickereien, aber in der, die du jetzt anhast, in dem Modell, ist es sehr zurückhaltend. Aber bei mir siehst du, es ist sehr viel Stickerei am Bein. Also es ist schon eine aufwendige Plasmastickerei, die nach einer alten Art gemacht ist. Also das ist ja so leicht erhaben. Mhm. Also auch das ist wiederum sehr hohe Handwerkskunst, die sich da widerspiegelt. Daniel, second one, ja? Man denkt, es geht nicht mehr besser. Sensationell. Ja. Und dann kommt da echt nochmal der Burner von Daniel Fendler. Ja, Hammer. Lederhose finde ich persönlich super. Ja, auch mit dem Grün hier nochmal abgestickt. Tolle Weste. Erzähl doch mal bitte nochmal was dazu, weil das ist ja auch aus deiner neuen Kollektion jetzt, oder? Du hast nur neue Sachen an. Naja, so gehört sich das ja auch. Ja. Und das Händchen zum Teuren sozusagen. Ja, genau. Nee, also das ist jetzt quasi die weiterentwickelte Form von unserer Mirschbacher Westen. Und das ist jetzt aus einem Lodenstoff gefertigt, aus einem Grauen und abgesetzt mit der Samtblende. Ist halt eine sehr aufwendige Verarbeitung. Und da sieht man jetzt auch wieder die verschiedenen Knöpfe mit dem bunten Knopfloch. Also das ist halt so die Detailarbeit. Dann die Hose ist eine wirkliche Blattlerhosen, wie man sie ja auch kennt. Ja. Nur haben wir jetzt ein intensiveres Grün genommen, beziehungsweise wiederum sehr viel Stickerei, dass man einfach den Unterschied merkt vom Traditionellen zu dem Modernen umgesetzt. Ja, also wie gesagt, ich bin super happy. Wiesn kann kommen, in wenigen Stunden geht's los. Nochmal eine private Frage, was ist dein Wiesnritual und welches Zelt empfiehlst du unseren Zuschauern? Das ist eine gute Frage. Also das Ritual ist eigentlich den Anstich mitzumachen, wo ich ja dich auch sehen werde oder schon gesehen habe. Eigentlich das Ritual ist wirklich mit Florian Silbereisen den ersten Tag zu verbringen, weil das ist immer sau viel Gaudi und da ziehen wir durch drei Zelte durch. Wo seid ihr denn da? Das wollen doch bestimmt alle jetzt wissen. Ja, ist ja noch Top Secret natürlich. Ja gut, Schottenhammel steht. Das kann man ja mal verraten. Auf alle Fälle. Und ich sage jetzt mal, in den letzten Jahren waren wir dann im Käfer und dann im Weinzelt. Also wer uns verfolgen will. Ja, geht doch. Also. Aber ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Das ist ja immer alles anders schon sozusagen. Super. Und was ist dein Zelt, wo du sagst, da muss man hingehen? In die Bräurosel natürlich. Das ist halt das Münchner Zelt, da wo man herzlich willkommen ist und auch immer schön reingehen kann und viel Spaß haben. Daniel, vielen, vielen Dank. Friedliche Wiesen, schöne Wiesen und ja, ich sag mal so. Bald ist Ozapft. Super, ja, ich freue mich. Tschüss, ciao. Ciao.